nach dem schweren Reaktorunfall ist die Umgebung von Fukushima unbewohnbar. Was ist, wenn auch im nahegelegenen Kernkraftwerk ein Unfall passiert, fragt sich Anna. Ihr Vater Ernst ist bei der Freiwilligen Feuerwehr und kennt sich aus. Was machen die Behörden im Notfall? Der Plan sieht so aus. Im Kernkraftwerk Langenhain ist es zu einem schwerwiegenden Unfall gekommen. Lassen Sie Radio- und Fernsehgeräte eingeschaltet. Wenn eine Freisetzung von radioaktiven Stoffen droht, werden Sie sofort informiert. Alle Mitarbeiter von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften haben sich zu den Sammelplätzen zu begeben. Die Bundesregierung aktiviert das radiologische Lagezentrum, zu dem auch das Bundesamt für Strahlenschutz gehört. Vor Ort bilden die Landesbehörden einen Katastrophenschutzstab. Wenn die Gesundheit der Bevölkerung gefährdet ist, wird Katastrophenalarm ausgelöst. Je nach Abstand zum Kernkraftwerk und den Auswirkungen des Unfalls sind verschiedene Maßnahmen vorgesehen. In unserem Beispiel treibt ein schwacher Wind große Mengen an radioaktiven Stoffen in östliche Richtung. In der Kernzone bis 5 Kilometer Entfernung zum Kraftwerk wird die Bevölkerung so schnell wie möglich evakuiert. Anna wohnt etwa 20 Kilometer südöstlich vom Kraftwerk. Dieser Bereich liegt in der sogenannten Mittelzone und momentan außerhalb der Ausbreitungsrichtung der radioaktiven Stoffe. Dort werden jetzt vorsorglich Jodtabletten ausgegeben. Bleiben Sie in Ihren Häusern. Schließen Sie Fenster und Türen. Informieren Sie sich über Radio, Fernsehen und Internet. Zur gleichen Zeit im radiologischen Lagezentrum des Bundes. Es gibt neue Informationen. Jahre nach dem schweren Reaktorunfall ist die Umgebung von Fukushima unbewohnbar. Was ist, wenn auch im nahegelegenen Kernkraftwerk ein Unfall passiert, fragt sich Anna. Ihr Vater Ernst ist bei der Freiwilligen Feuerwehr und kennt sich aus. Was machen die Behörden im Notfall? Der Plan sieht so aus. Im Kernkraftwerk Langenhain ist es zu einem schwerwiegenden Unfall gekommen. Lassen Sie Radio- und Fernsehgeräte eingeschaltet. Wenn eine Freisetzung von radioaktiven Stoffen droht, werden Sie sofort informiert. Alle Mitarbeiter von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften haben sich zu den Sammelplätzen zu begeben. Die Bundesregierung aktiviert das radiologische Lagezentrum, zu dem auch das Bundesamt für Strahlenschutz gehört. Vor Ort bilden die Landesbehörden einen Katastrophenschutzstab. Wenn die Gesundheit der Bevölkerung gefährdet ist, wird Katastrophenalarm ausgelöst. Je nach Abstand zum Kernkraftwerk und den Auswirkungen des Unfalls sind verschiedene Maßnahmen vorgesehen. In unserem Beispiel treibt ein schwacher Wind große Mengen an radioaktiven Stoffen in östliche Richtung. In der Kernzone bis 5 Kilometer Entfernung zum Kraftwerk wird die Bevölkerung so schnell wie möglich evakuiert. Anna wohnt etwa 20 Kilometer südöstlich vom Kraftwerk. Dieser Bereich liegt in der sogenannten Mittelzone und momentan außerhalb der Ausbreitungsrichtung der radioaktiven Stoffe. Dort werden jetzt vorsorglich Jodtabletten ausgegeben. Bleiben Sie in Ihren Häusern. Schließen Sie Fenster und Türen. Informieren Sie sich über Radio, Fernsehen und Internet. Zur gleichen Zeit im radiologischen Lagezentrum des Bundes. Es gibt neue Informationen. Ist die Umgebung von Fukushima unbewohnbar. Was ist, wenn auch im nahegelegenen Kernkraftwerk ein Unfall passiert, fragt sich Anna. Ihr Vater Ernst ist bei der Freiwilligen Feuerwehr und kennt sich aus. Was machen die Behörden im Notfall? Der Plan sieht so aus. Im Kernkraftwerk Langenhain ist es zu einem schwerwiegenden Unfall gekommen. Lassen Sie Radio- und Fernsehgeräte eingeschaltet. Wenn eine Freisetzung von radioaktiven Stoffen droht, werden Sie sofort informiert. Alle Mitarbeiter von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften haben sich zu den Sammelplätzen zu begeben. Die Bundesregierung aktiviert das radiologische Lagezentrum, zu dem auch das Bundesamt für Strahlenschutz gehört.
Vor Ort bilden die Landesbehörden einen Katastrophenschutzstab. Wenn die Gesundheit der Bevölkerung gefährdet ist, wird Katastrophenalarm ausgelöst. Je nach Abstand zum Kernkraftwerk und den Auswirkungen des Unfalls sind verschiedene Maßnahmen vorgesehen. In unserem Beispiel treibt ein schwacher Wind große Mengen an radioaktiven Stoffen in östliche Richtung. In der Kernzone bis 5 Kilometer Entfernung zum Kraftwerk wird die Bevölkerung so schnell wie möglich evakuiert. Anna wohnt etwa 20 Kilometer südöstlich vom Kraftwerk. Dieser Bereich liegt in der sogenannten Mittelzone und momentan außerhalb der Ausbreitungsrichtung der radioaktiven Stoffe. Dort werden jetzt vorsorglich Jodtabletten ausgegeben. Bleiben Sie in Ihren Häusern. Schließen Sie Fenster und Türen. Informieren Sie sich über Radio, Fernsehen und Internet. Zur gleichen Zeit im Radiologischen Lagezentrum des Bundes. Es gibt neue Informationen.